verstehe. Der Scheiß. Wir müssen noch los. Ja, du Die Bastard. Schule wartet. Oh Gott. Das stimmt, ich muss mal in Pestbekämpfung meine Klausur schreiben. Du bist schön. Lass dir nichts sagen von den Medien. Ja, Christina Aguilera. Johanna wohnt voll in so einem UFO-Palast. Nun gut, wir gehen jetzt frühstücken. Und dann geht's nach Ulm. Oh, ich muss neu starten, ich hasse dich, Telefon. Manchmal. Ich finde gut, dass du diesen Zusatztelefon noch gesagt hast. Bim, 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 bim. Ich war jetzt einfach so gefühlt einfach dahin, wo wir herkamen. Ja. Wir sind am Dom angekommen. Da ist Johanna auch angekommen. Wir waren gleich schnell mit Johanna, ne? Und da hinten ist das Element. Da gehen wir jetzt rein. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Kommen wir jetzt mal los. Es war okay. Seltsam war, neben uns saßen so zwei Typen, die die ganze Zeit Fußballspieler aufstellen. Gerade hinter uns, oder? Das war weit weg. Das war nicht mehr, ja. Die haben jetzt, glaube ich, nicht mit Millionenbeiträgen kalkuliert, sondern eher so mit Taschengeld. Das waren die ganz großen Jungs. Das war uns wirklich ein Fest, ja? Das war uns wirklich ein Fest. Das war eine große Ehre. Vielen Dank nochmal. Ja, ich danke euch. What a wonderful way. What a wonderful way. Na, wir gehen ganz normal nach Ulm, ja? Ja. Was ist los? Du bist sehr ruhig? Ich bin müde. So. Aber ich bin so entspannt müde. Okay. Echt? Ich bin sehr ruhig? Ja. Für deine Verhältnisse? Echt? Ich bin entspannt ruhig. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Bin ich entspannt? Mhm. Auf geht's. 1, 2, 3, hey! Wir sind auf der falschen Welt. Hallo Ulm, wir sind angekommen und wir sind mitten auf dem Weg zum Münster, dem größten Kirchturm der Welt. So wie so eine Mittelalterstadt, ne? Warum riecht's hier überall nach Fisch? Ich find's auf jeden Fall ganz schön auf den ersten Blick. So, wir laufen da jetzt auf jeden Fall hoch und dann... Weil es riecht nach Fisch. Und dann fahren wir auch schon weiter nach Stuttgart. Wir machen also nur so einen kleinen Stopp hier in Ulm. Und wir werden gejagt von einem Transporter. Seht ihr das? Ich geh jetzt nicht beiseite. Das ist eine Fußgängerzone, ne? Krass, dass es so nach Fisch riecht. Wow. Hier ist ja sogar voll die Marktplatz-Action. Willst du dir einen Hering kaufen oder sowas? Jetzt macht das Sinn, warum sie überall so nach Fisch rauchen. Ja. So, wo geht's denn jetzt hier rein? Ich würde mal sagen, meistens vorne. Ich hätte jetzt gerne meine Hiking-Stiefel dabei. Auf geht's. Bitte durchgehen. Oh wow. Es ist genauso eng wie beim Kölner Dom. Oh, das ist aber für Platzangst. Und wahrscheinlich geht's immer im Wendel die ganze Zeit hoch, jetzt für die nächsten, ja, 1 Kilometer hoch gefühlt. Wow. Das ist, glaube ich, echt für Psychopathen, die sind gar nicht so geeignet. Und? Was sagst du nach so ein paar Metern? Cool, ja, das ist fast wie zu Hause. Ich wohne im 4. Stock. Presser. Wow, wie schön das hoch ist. Ja. Du bist doch längst nicht oben. Noch höher. Wie? Nein, ja. Ich
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich hochgehe. Das ist echt ein bisschen scary. Und ich glaube, ich mag es nicht. Dass ich Höhenangst habe. Ich muss aufgeben, ich kann's nicht. Nicht, es ist zu hoch. Scheiße. Ich hätte es euch echt gern gezeigt. Ich kann es nicht. Es ist zu hoch. Es ist zu hoch. Also, achso, das war jetzt kein Teasing für den weiteren Abend.